sieht gut aus, von der Startlinie weg. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Holst auf einen der Mercedes-Fahrer auf. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,8 Sekunden.
Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 24,0 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,4 Sekunden. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das sollte etwas Benzin sparen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst.
Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,5 Sekunden. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn.